Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die kanadische Speed- bzw. Heavy-Metal-Band Ice War, die seit bei Fighter Records einen Vertrag über die Veröffentlichung ihres vierten Albums mit dem Titel Defender Destroyer abgeschlossen. Dieses wird am 21. Juli auf CD und LP-Format veröffentlicht. Ice War wurde von Joe Capitalici gegründet nach der Auflösung seiner vorherigen Band Iron Dogs, das war im Jahre 2015. Seitdem veröffentlicht er Demos, EPs und Alben. Jetzt hat Ice War mit Fighter Records für die Veröffentlichung des vierten Albums Defender Destroyer unterschrieben. Ice War bietet schnelle und aggressive Sounds, die mit der vorhergehenden Inkarnation von Iron Dogs verbunden sind. Defender Destroyer ist ein Raw Speed Heavy Metal Album mit einem Punk-Twist. Die Einflüsse reichen von Savage Grace, SDI, Iron Angel bis hin zur allerersten Halloween EP von 1985. Das Cover dieses neuen Albums wurde vom berühmten Fantasy-Maler Didier Normand erstellt und ein neues aktualisiertes Logo gab es von Daniel Porta. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.